Wie viele natürliche Zahlen einschließlich 1 und 2024 teilen 2024? Natürlich sind 1 und 2024 Teiler von 2024. 2024 ist gerade also teilbar durch 2. So finden wir einen dritten Teiler von 2024, die 1012. Rechts haben wir durch 2 geteilt und links haben wir mit 2 multipliziert. So haben wir 4 Teiler von 2024. Die größte vorgesehene Anzahl Teiler ist 16. Also bereiten wir 16 solche Zellen vor. 1012 ist nochmal teilbar durch 2, also rechts teilen wir durch 2 und links multiplizieren wir mit 2. 4 mal 506 ergibt 2024. 506 ist auch teilbar durch 2, also finden wir 8 mal 253 ergibt 2024. 253 ist aber nicht teilbar durch 2, auch nicht durch 3, weil die Quersumme 10 nicht teilbar ist durch 3, auch nicht durch 4. Nicht durch 5, durch 6, aber vielleicht durch 7. Jedoch 7 mal 36, das ergibt 252. Die Differenz zwischen 253 und 252 ist nicht 7. Deshalb ist 253 nicht teilbar durch 7. Nicht durch 8, nicht durch 9, auch nicht durch 10, aber wohl durch 11. Denn die mittlere Ziffer ist die Summe der zwei äußeren Ziffern. Die 100er Ziffer 2 plus die 1er Ziffer 3 ergibt die 10er Ziffer 5. Und deshalb ist 253 teilbar durch 11. 2024 geteilt durch 11, das macht 184. 184 ist aber teilbar durch 2. Also rechts teilen wir durch 2 und links multiplizieren wir mit 2. So finden wir 2 weitere Teiler von 2024. 92 geteilt durch 2 ergibt 46 und 22 mal 2 ergibt 44. 46 geteilt durch 2 macht 23 und 44 mal 2 macht 88. Und somit haben wir effektiv 16 Teiler von 2024 gefunden. Und da das die größte vorgeschlagene Zahl ist, muss E die richtige Antwort sein.